Hallo liebe Paarkundinnen und Paarkunden und herzlich willkommen zu unserer nächsten Runde Expertentalk mit Birte, Sporternährungswissenschaftlerin hier bei uns im Paar, zuständig für Training und Ernährung. Und mit mir bin die Lilly, die Studioleitung hier im Paar. Und wir beide wollen immer mal wieder euch wichtige, informative Talks liefern mit Themen. Heutiges Thema: L-Carnitin. Liebe Birte, was ist L-Carnitin? Erklär uns das mal. L-Carnitin ist eine Verbindung aus zwei Aminosäuren, die uns bei der Energiegewinnung unterstützt und unser Immunsystem unterstützt. Okay, also L-Carnitin kann ich sagen, wenn du sagst Aminosäure, ist ein Eiweiß. Ja? Nein, also L-Carnitin ist noch kein Eiweiß, dafür hat es zu wenig Aminosäuren. Wir brauchen eine gewisse Anzahl an Aminosäuren, damit es ein Protein, ein Eiweiß wird. Aminosäure ist eine Vorstufe. L-Carnitin ist eine Vorstufe, dadurch, dass es nur aus zwei Aminosäuren besteht. L-Carnitin ist wie so ein Transporter in unserem Körper. Okay, das heißt, es ist aber ein körpereigener Stoff, also nichts Befremdliches, was ich mir dann dazu führe, sondern ich unterstütze meinen Körper beim Transportieren, weil du sagst Transportstoff, von was? Was transportiere ich damit im Körper? Es hilft dabei, unsere die freien Fettsäuren im Blut zu den Zellen zu transportieren. Damit die Zellen was damit machen können? Das verstoffwechseln können. Das heißt, die Fettzellen, also das L-Carnitin transportiert die Fettsäuren zu der Zelle, zu den Mitochondrien, ja, an den Ort des Geschehens sozusagen, wo dann die Fettverbrennung stattfindet. Das hört sich ja schon mal sehr gut an. Ja. Das heißt, ich kann jetzt durch L-Carnitin Fett verbrennen. In welcher Verbindung steht es zum Training? Muss ich dann überhaupt noch trainieren? Oder wann macht es Sinn, das zuzuführen? Ja, also trainieren muss man trotzdem noch. Ja, es ist keine Wunderpille, kein Wundermittel. Es unterstützt einfach nur, wenn man von außen L-Carnitin zuführt, unterstützt bei der Energiegewinnung. Das heißt einfach, dass es mehr sozusagen Transporter gibt, die die Fettsäuren zum Wirkungsort bringen. Training trotzdem nach wie vor, natürlich kann man nicht drauf verzichten. Nee. Okay, das heißt, wenn ich nachher meinen 24-Minuten-Workout mache, Flex und E-Gym oder die Übungen, die wir auch alternativ für zu Hause zeigen, wann ist dann der beste Zeitpunkt, das zu trinken? Während dem Training, nach dem Training, wenn ich wieder zu Hause bin, wann sollte ich? Also wenn wir es mal davon ausgehen, dass wir es nach unserem Training machen, ja, es bringt ja auch die Fettsäuren zum Beispiel zu den Zellen, jetzt wenn wir gerade Muskelaufbau interessiert sind. Wenn wir hier jetzt zum Beispiel unsere Produkte, die wir hier im Park haben, nehmen, haben wir ein Wasser, was mit L-Carnitin angereichert ist. Okay. Nach dem Training, während dem Training trinken wir ja sowieso. Deswegen hier dann gleich eben Wasser mit L-Carnitin. Wenn ich zum Beispiel rauslaufe aus dem Studio, nehme ich das Wasser noch mit. Auf der Fahrt nach Hause, ich muss meinen Flüssigkeitshaushalt wieder auffüllen und dann habe ich hier schon das L-Carnitin mit dabei. Super, dann habe ich das jetzt so richtig verstanden. Ich versuche das jetzt nochmal zusammenzufassen. Das heißt L-Carnitin, körpereigener Stoff. Nichts, was ich mir von außen chemisches oder so zuführe. Nein. Mein Körper baut es selber. Das ist eine Vorstufe vom Eiweiß. Ja. Eine Kombination aus zwei Aminosäuren. Zuständig für die Fettverbrennung oder den Fettstoffwechsel im Körper. Durch das Zuführen von L-Carnitin oder unserem Produkt hier Wasser mit L-Carnitin kann ich das schneller beschleunigen, den Transportweg schneller beschleunigen und somit die Fettverbrennung ankurbeln, ist aber keine Wunderlösung, um jetzt aufs Training zu verzichten. Nein. Würdest du das so unterschreiben, wie ich das jetzt gerade zusammen habe? Ja, das ist nur eine Unterstützung. Ja, deswegen wird das Training nicht leichter, es wird nicht kürzer, es wird nicht weniger intensiv. Ich kann deswegen auch nicht mehr fettige Lebensmittel essen oder überhaupt nicht. Es ist einfach nur eine Unterstützung. Es wird effektiver, mein Training, effektiver im Hinblick auf Fettverbrennung. Und das wollen wir ja alle jetzt so vor dem Sommer. Und wenn wir wieder ein bisschen luftigere Kleidung tragen können, dann
wäre das eine Lösung, wie man sein Training damit dann auch noch unterstützen kann. Super. Und wir haben bei dem Wasser kein Zucker, nur 3 Kalorien auf 100 Milliliter und es ist vegan. Ich glaube, wir haben fast alles abgedeckt. Neben Hugo wird es jetzt mein neues Lieblingsgetränk. Genau. Bitte, ganz herzlichen Dank in verschiedenen Geschmacksrichtungen, also auch in unserem Snacky-Automat to go, zum Mitnehmen. War wieder sehr aufschlussreich. Ich finde es immer toll, wie du das erklärst, auch so, dass man es wirklich gut verstehen kann. Hoffe, dass euch unser Beitrag heute auch gefallen hat und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bleibt alle gesund. Bis dahin. Tschüss, tschüss von uns.